Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch heute diesen Camper und vielleicht auch noch das Wohnmobil verarbeiten. Ich habe schon ein paar Ideen im Kopf. Ich habe hier von Stampin' Up ein paar Papiere, die werde ich verwenden als Hintergrund. Ich glaube, das wird sich ganz gut machen. Und ich habe schon etwas vorgearbeitet. Ich habe hier die... Also ich muss euch ja mal was erzählen. Dieser Camper hat hier vorne ein Eis dran. Und hier haben noch so ein paar Eistüten. Fand ich total doof. Habe ich abgeschnitten mit der Schere und das habe ich mit dem Cuttermesser rausgeschnitten. Und deswegen sieht er jetzt bei mir so aus. Ja, die werde ich hier so ein bisschen in Szene setzen mit dem Hintergründen. Ich habe die einmal in dunkelgrau, in hellgrau und in weiß ausgestempelt und gestanzt. Und den Wohnwagen habe ich nur in weiß. Ja, vielleicht malen wir den noch an, wer weiß. Ich habe außerdem vom Action diese Slimline-Stanzen benutzt. Und da gab es so einen Zaun dabei. Den habe ich auch schon ausgestanzt in sämtlicher Menge. Den könnte man hier mit davor setzen. Das werde ich dann gleich mit euch zusammenbasteln. Dann habe ich hier aus dem Set vom Stampin' Up, glaube ich, auch noch, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, ein paar Bäume ausgestanzt. Ich hatte ja mit den Action Metallic-Farben, diesen Hintergrund in Gelb für die Blätterkarten, Herbstkarten, wie auch immer. Da hatte ich noch Reste über. Die habe ich jetzt hier ausgestanzt. Das könnte man vielleicht in den Hintergrund setzen. Dann habe ich noch hier aus dem anderen, also Oceanfront, glaube ich, ist das. Muss lügen. So ein paar Grasbüschel hatte ich auch noch über. Die kann man hier auch noch vor in Szene setzen. Ein paar Wolken, eine Sonne, die ist, glaube ich, auch aus diesem Action-Set. Ein paar Sprüche. Ja, und dann habe ich mir überlegt, vielleicht, ich habe hier noch sämtliche Stempelsets, werde ich hier noch so einen Wegweiser an die Karte in den Hintergrund setzen. Und hier steht ja Home Adventure Journey Escape. Die kann man da, glaube ich, prima, hoffentlich zumindest, reinstempeln. Habe ich noch gar nicht benutzt. Hier ist noch so ein Stempel mit gute Fahrt. Alles, was so ein bisschen mit Wohnmobil und Verreisen, habe ich mir jetzt erstmal rausgesucht. Und hier war auch noch To the Beach so ein Holzschild sozusagen. Ja, mal gucken. Ich werde das mit euch mal zusammen gestalten und dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, die Karten werden nicht in dem Format bleiben. Die werden zusammengestanzt. Okay, oder zusammengeschnitten auf ein ganz normales Kartenmaß. Das ist ja von der DIN A4 Seite. 21 x 14,85 und dann bei 10,5 Falzen. Und dann würde ich sagen, fange ich erstmal an, mir das Designerpapier zurechtzuschneiden, dass das dann hier auf der Karte aufliegt und dann sehen wir uns gleich wieder und dann basteln wir einfach mal drauf los. So ihr Lieben, ich habe jetzt die Karten einfach zugeschnitten. Das ist quasi die erste Mattung mit 14,35 x 10. Und ich habe jetzt hier schon mal alles so ein bisschen auf oder vorbereitet, dass wir uns das gleich einmal zusammensetzen. Ich muss euch leider sagen, ich habe eben gedacht, ich werde mir den Wegweiser, diesen hier, mal eben aufstempeln und aufschneiden und gucken, wie es aussieht. Da ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Wie ihr sehen könnt, ist hier noch der Rest von dem und es wären eigentlich vier Wegweiser. Ja, irgendwie klebt es so doll hier fest. Wie ihr seht, ist mir das leider ein bisschen zerrissen. Deswegen muss ich es einmal probestempeln, um zu gucken, ob das hier oben, ich habe es jetzt einfach mit der Schere abgeschnitten, die Silikonstempel, und es passt.
fällt gar nicht auf, wenn man das nicht weiß. Ja, die werde ich jetzt vernichten, kann ich jetzt nichts mehr mit anfangen. Ja, habe ich probeshalber einmal aufgestempelt und ausgedruckt. Ja, und dann würde ich sagen, können wir uns die Karten einfach zusammensetzen. Ich habe mir gedacht, dass man hier je nachdem, nach Farbe oder Helligkeit, einmal den Wohnwagen irgendwo platziert. Dann kann man sich hier aus dem gestanzten Reste-Ding ein paar Sachen zusammensammeln. Dann hätte ich, glaube ich, hier vor gerne so einen Zaun. Dass das hier unten auch noch so. Das sind alles nur noch Reste. Klar, wenn man das jetzt die Karte macht, sage ich mal, und alles ausstanzt, dann wird es wahrscheinlich ein langjähriger Prozess. Aber wenn man in der Restekiste ein bisschen rumwühlt, findet man doch immer so die ein oder anderen Schätze. Und hier würde ich sagen, ist die Karte ja schon fast fertig. So, das wäre jetzt das eine, die eine Möglichkeit. Dann könnte man hier diesen auch noch super mit in Szene setzen. Das würde ich so schon quasi abnehmen. Das würde ich nachher so zusammenkleben. Zweite Karte. Ist echt immer schade. Der Hintergrund ist so schön. Ja, also den Zaun werde ich wahrscheinlich überall so ein bisschen mit hinsetzen. Ich habe schon überlegt, ob man Bäume in den Hintergrund mit gestaltet und mit Embossing-Folder, also mit diesem Gold-Embossed, einfach mit reinsetzt. Oh, ich habe hier noch mehr Reste. Hier hatte ich noch ein paar Steine, die könnte man auch sonst hier noch mit ransetzen. Muss ja nicht übertreiben mit der Lage, aber es sieht doch, glaube ich, auch ganz nett aus so. Hier oben fehlt irgendwie noch was. Hier hinten ist ja der See. Könnte man hier vielleicht noch ein paar ganz kleine Wolken raufsetzen. Dafür sind solche Stanzteile ja echt immer klasse, wenn man die aufbewahrt. Das wäre jetzt auch schon eine Variante oder eine Möglichkeit. Jo, hier würde ich auch klapp sagen, hier kann man auch ein paar Wolken in den Hintergrund setzen. Man könnte natürlich auch, der fehlt ja jetzt auch noch überall, so einen Spruch hinsetzen. Gute Reise, gute Fahrt wäre auch klasse. Oder wenn man den mal hier wegnimmt, die Blümchen hier, das wäre, glaube ich, auch machbar. Oh, das gibt so viele Möglichkeiten. Ihr habt wahrscheinlich auch sämtliche Variationen, die ihr immer so ein bisschen so, ja, ausprobiert. Ja, und dann würde ich sagen, dass das ja schon fast also viel braucht man ja wirklich nicht, ne, für so eine Karte. Ja, also ich denke, ich werde hier noch ein bisschen rumprobieren und dann werde ich euch nachher die Endresultate einfach mal zeigen. Aber so im Groben und Ganzen, könnte man auch eine halbe Sonne drauf machen, wäre das so die Karte. Ja, also ich hoffe, das hat euch jetzt bis hierher erstmal gefallen. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen rumprobieren. Und dann werde ich euch nachher die fertigen Karten einfach nochmal zeigen. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, bis später. So, wie ihr seht, das ist alles wieder sauber. Ich war jetzt in Massenproduktion gegangen. Ich zeige euch einfach mal die Karten. Ja, also wenn die Grundidee da ist, dann läuft es auch mit den Karten. Sie immer ein bisschen verschieden gemacht. Ich hatte hier noch ein paar Bäume. Also ich habe alle Stanzteile wirklich schon da gehabt. Ich musste wirklich nicht mehr viel machen. Außer halt dieses Schild.
Das glänzt jetzt halt so ein bisschen Gold durch diesen Metallic-Effekt da von Action. Nochmal. Dann mal mit einem Wohnwagen. So ein bisschen gleich aufgebaut. Hier nochmal mit dem Wohnmobil. Irgendwie finde ich, sind die richtig süß geworden. Hier hatte ich keine Steine mehr. Die hatte ich auch noch von irgendeinem anderen Projekt mal über. Aber ich wollte jetzt auch nicht nachstanzen. Da war ich dann doch ein bisschen zu faul für. Hier nochmal einen Wohnwagen. Und dann aber hier mal mit dem Schriftzug und nicht mit dem Schild. Finde ich, ist auch ganz süß geworden. Hier nochmal mit dem Wohnmobil. Und das sind die Karten für heute. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr habt jetzt Lust, entweder zu verreisen oder die Karten nachzubasteln. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also meine Lieben, bis zum nächsten Mal.